Die Bundeskanzlerin zu Gast in der bunten Stadt. Es ist Bundeskanzlerin Wetter in Wernigerode. Mehrere tausend Zuschauer sind gekommen, um die mächtigste Frau der Welt laut dem Forbes Magazine einmal hautnah zu erleben. Eigentlich sollte der Besuch ursprünglich in Quedlinburg stattfinden. Doch da dort der Marktplatz umgebaut wird, entschied man sich für die bunte Stadt im Harz. Die Bühne ist bereits aufgebaut. Davor hat man einen Bereich für die CDU-Mitglieder geschaffen, damit auch gute Jubelbilder der Medien produziert werden können. So etwas ist heute mitten im Wahlkampf Standard. Denn letztendlich soll auch hier in Wernigerode um jede Stimme gekämpft werden, denn die Wahlprognosen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Ein Stand der CDU ist heiß umlagert, denn hier gibt es auch für das Volk die begehrten Gratis-Kugelschreiber. Die sind leider schon alle aus. Die Leute wollten sie gerne haben, also haben sie sie auch bekommen. Bonbons, alles schon weg. Habt ihr zu wenig Kugelschreiber mitgenommen? Wir waren schon voll bepackt mit allen Sachen, aber es hat nicht gereicht. Die Leute nehmen es uns aus den Händen. Das ist natürlich sehr positiv. Ihr seid ja beide noch relativ jung. Wie kommt man denn in so jungen Jahren schon zur Politik? Man hat immer gehört, nicht nur meckern, machen. Und das war der entsprechende Anreiz dazu, in die entsprechende Politik zu gehen. Zwar nur auf der untersten Ebene, aber das war mein Anreiz, in die CDU zu kommen. Und heute das erste Mal Angela Merkel live sehen? Das erste Mal auf jeden Fall live. Hatte leider noch nicht die Möglichkeit, Angie mal persönlich auch zu begegnen, aber hier kommen wir ihr doch schon relativ nah. Wernigerode präsentiert sich an diesem Tag von seiner besten Seite. Das Wetter spielt mit und in der Innenstadt flanieren viele Touristen rund um das Rathaus. Aber auch viele Wernigeröder sind natürlich auf den Beinen, um ihre Kanzlerin aus den unterschiedlichsten Gründen zu sehen. Das ist voll mein Typ. Ich finde, sie ist eine nette Frau. Und was sie ein bisschen leistet, ist für mich alles in Ordnung. Bloß bin ich ganz einverstanden. Dass sie unsere Leute nach Afghanistan schicken und nicht manche nicht zurückkommen. Das finde ich nicht schön. Naja, ich erwarte, dass die Frau Merkel uns mal ein bisschen was sagt zur Wahl und dass es wieder vorangeht. Wir sind eigentlich zufrieden in Wernigerode. Es ist sehr viel gemacht worden und man kann auch sagen, dass die Menschen zufrieden sind hier. Es ist eine geringe Arbeitslosigkeit. Ich verfolge das immer. Vor allen Dingen sind wir besser wie Goslar. Und das ist immer erachtenswert. Und wir sind auch am besten im Kreis Halberstadt. Also Wernigerode ist gut. Einige sind auch gekommen, um auf Missstände hinzuweisen. Die geplanten Kürzungen des Blindengeldes prangern einige an. Doch dafür ist die Kanzlerin nicht zuständig, sondern die Abgeordneten des Landtags. Diese sind an diesem Tag allerdings auch reichlich vertreten, denn so oft verirrt sich Angela Merkel dann doch nicht in die Harzregion. Nach einem einstündigen Vorprogramm wird es dann langsam spannend auf dem Marktplatz in Wernigerode. Die Kanzlerin kommt mitten durch die Menge der vielen Zuschauer. Begleitet wird sie von der Bundestagsabgeordneten Heike Bremer, die maßgeblich diesen Besuch überhaupt erst möglich machte. So wie sie heute gesprochen ist, so locker ist sie sonst auch. Also da muss man sagen, man kann mit ihr über alle Themen sprechen. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe ihr den Präsentkorb ja gezeigt und habe gesagt, da sind wieder Halberstädter Würstchen drin, die sie mag. Ihr Mann mag sie auch und hat gesagt, da freue ich mich schon. Also sie ist wirklich ganz locker und ich glaube, das hat sie begleitet heute hier auch eindrucksvoll gezeigt. Begleitet wird sie von der Bundestagsabgeordneten Heike Bremer, die maßgeblich diesen Besuch überhaupt erst möglich machte. Gibt es noch mal so eine Situation in Berlin, wo man sie auch mal privat unterhalten kann? Das gibt es. Ja, wir haben ja mit ihr auch Treffen mit den verschiedenen Arbeitsgruppen, unter anderem die Gruppe der Frauen, die von der CDU-CSU nicht sehr groß ist. Und das ist wirklich eine ganz lockere und entspannte Atmosphäre. Und da spricht man schon über das eine oder andere. Über was genau spricht man denn da über? Auch Schuhkauf mal, so ganz belanglose Sachen? Alles, alles, was man, wie man sich das so vorstellt beim Kaffeeplöschchen, so ganz locker, auch untereinander. Also da sage ich mal, wir sind wie so eine große Familie. Ja, das ist nicht so steif, aber es ist schon recht angenehm. Wie hat Ihnen denn heute der Auftritt der Bundeskanzlerin hier in Wernigerode gefallen? Also ich fand es klasse. Wir haben sie ja abgeholt vorne und die ganze Straße war ja schon voll. Und viele, die mich dann auch kannten, habe ich gesagt, wenn ihr stehen bleibt, seht ihr hier sie ganz nah.
Und sie hat ganz viele Hände geschüttelt und sie musste sich wirklich vorne durch die Massen durchkämpfen. Viele waren begeistert, haben sich gefreut, dass sie sie gesehen haben. Das war ganz toll. Und so kenne ich sie ja von ihren Auftritten, von ihren Reden. So locker, wie sie heute ist, ist sie sonst auch. Jetzt war sie ja schon zweimal in Wernigerode, aber noch nicht in Quedlinburg als Bundeskanzlerin und noch nicht in Halberstadt. Wären das nicht auch mal Ziele? Das werden sicher auch Ziele sein in den nächsten Jahren. Wir haben ja heute über das Thema Brocken und über die Wanderung gesprochen. Ich glaube, das würde unsere Wanderfreunde ganz besonders freuen, wenn sie dort mal auf den Brocken kommt. Und Quedlinburg war ja erst als avisiertes Ziel. Da wird sehr viel gebaut. Und wenn der Marktplatz fertig ist, denke ich mal, wird es auch ein lohnendes Ziel sein. Natürlich Halberstadt als Kreisstadt sowieso. Jetzt ist ja hier, gerade in Halberstadt, sind ja gleich mehrere Wahlen. Herr Skibe soll gewählt werden und Daniel Zerrata tritt als Oberbürgermeisterkandidat an. Wie viel kriegen Sie eigentlich von diesen Wahlkämpfen in Berlin mit? Also wir haben ja das schon mitgeteilt und wir haben ja jetzt am 2.3. September auch 2 Tage Sitzung des Bundestages, wo es um Haushalt geht. Und am 1. September sind ja die ersten Wahlen. Da wird sie mich schon fragen, wie die Wahlen hier bei uns ausgegangen sind. Und wir kämpfen ja auch gemeinsam. Wir machen ja viele Veranstaltungen gemeinsam, zum Beispiel beim Ken Wessing Außenwahlkampf und wollen natürlich auch als Team gemeinsam auftreten. Auf nur wenigen Quadratmetern drängelt sich wie üblich der Journalistenpulk um die besten Bilder. Rund 10 Kamerateams und viele Fotoreporter sind dabei, als Angela Merkel auf den Landratskandidaten der CDU Martin Skibe zusteuert. Es war das erste Zusammentreffen mit der Bundeskanzlerin. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie hier im Landkreis Harz war, in Wernigerode. Ich denke, es war eine wunderbare Veranstaltung und es war auch wichtig für die Menschen, dass sie erkennen, was es für Ziele gibt, die wir gemeinsam vertreten wollen, dass es eine Perspektive gibt, dass wir weiter stärker werden wollen. Und ich glaube, das war wichtig, das auch mal an dieser Stelle zu würdigen. Und es war wichtig, auch die Bundeskanzlerin hier zu haben, weil es doch auch nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Zeichen auch der Wertschätzung für die Arbeit, die hier vor Ort geleistet worden ist für eine lange Zeit. Und ich glaube, darauf können wir gut aufbauen. Gab es denn auch so ein bisschen Zeit, noch mal ein privates Wort mit ihr zu wechseln? Ein privates Wort, das war schwierig an der Stelle. Sie hat ja auch einen sehr knappen Zeitplan. Ich denke, wichtiger war doch, dass sie hier zu den Menschen gesprochen hat. Es ist natürlich auch für alle etwas Besonderes, denke ich, wenn man die Bundeskanzlerin so nahe sehen kann. Das passiert ja nicht jeden Tag und deswegen muss man, denke ich, an der Stelle die Priorität setzen bei den Botschaften, die für die Menschen hier vor Ort wichtig sind. Sie hat ja versprochen, wenn sie Bundeskanzlerin bleibt, wiederzukommen hier in den Landkreis Harz. Werden Sie darauf achten, dass das auch eingehalten wird? Da können Sie ganz sicher sein, dass wir darauf achten. Ich denke, dass es auch wichtig ist, nicht nur in Wahlkämpfen, sondern auch zwischen den Höhepunkten natürlich auch mal in die Fläche zu gehen, zu den Menschen zu kommen. Und ich bin sicher, dass sie ihr Versprechen einhalten wird. Sie hat bisher alle Versprechen eingehalten und ich glaube, das wird sie auch tun. Und es wäre auch wichtig, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu haben, um ihr zeigen zu können, wie schön die Region ist, wie schön Wernigerode ist, wie schön der Harz ist. Ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen mehr von unserem Landkreis, von den Städten und dem Land hier zu erfahren. Auch Halberstadts Oberbürgermeisterkandidat Daniel Zerrata gehört an diesem Tag zu den Glücklichen, der mächtigsten Frau der Welt die Hand schütteln darf. Dann geht es für die Bundeskanzlerin auf die Bühne zu einem ersten kurzen Talk. Ich hoffe, Sie sind gut angekommen. Ja, ich bin sehr gut angekommen. Es ist ja auch eine tolle Kulisse. Und ich bin gut bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Wernigerode und Umgebung und vielleicht auch den Touristen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Nachmittag hier dabei sind. Das mit den Touristen greife ich gleich mal auf. Wir sind auch so ein bisschen in der Urlaubszeit. Von Ihnen wissen wir alle, dass Sie viel und gerne wandern. Den Harz, haben Sie den auch als Wanderregion im Auge? Waren Sie schon auf dem Brocken? Also ganz früher mal, aber jetzt schon, nee, ganz früher auch nicht, stimmt nicht. Ich war zwar im Harz, aber nicht, man konnte ja nicht auf dem Brocken zu DDR-Zeiten. Also ich war schon lange nicht mehr auf dem Brocken. Ich habe mir erzählen lassen, dass es unglaublich schön jetzt hier ist. Und der Oberbürgermeister hat mich gerade eben auch bei der Eintragung ins Gästebuch der Stadt mir nochmal deutlich gesagt, ich müsste mich mal öfter hier sehen lassen. Also wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann werde ich dem Harz mal wieder eine Begegnung bitten. Aber ich meine, von unten auf den Kopf drauf ist auch eine schwere Aufgabe. Also da muss man ein bisschen Kondition haben. Hat mir schon sagen lassen.
Ich las von einem älteren Herrn, der das jeden Tag macht. Und Sie müssen das heute jeden Tag auf dem Bock. Ja. Ist der heute hier? Ne? Nee, ist er nicht. Ist wahrscheinlich ist er doch da. Ah, da! Na, das ist ja toll. Sind Sie heute schon wieder zurück? Schon wieder zurück, meine Güte. Das. Vielleicht können Sie uns mit dem Handzeichen zeigen, wie lange Sie brauchen, bis Sie oben sind? 2 Stunden. Naja, mit Ihnen kann ich nicht gehen. Aber vielleicht könnten Sie mal zusammen, dann würde der Herr sicher das Schritttempo anpassen. Tempo ist jetzt auch gefragt mit Blick auf den Wahlkampf. Es ist jetzt so ein bisschen die zweite Runde eingeleitet in Sachen Außenwerbung. Da möchte ich aber gleich lieber mit Herrn Grühe drüber sprechen. Aber es gibt ja außer Plakaten auch andere Wege, Wähler für sich zu gewinnen. Ich las jetzt mit Interesse, dass es in Berlin modern ist, dass Kandidaten für interessierte Bürger kochen. Ich glaube, das erlaubt Ihr Terminplan nicht. Aber wenn Sie sich das vorstellen, was würden Sie servieren, um jemanden zu überzeugen? Naja, mein Wahlkreis liegt ja an der Ostsee und da würde ich natürlich was mit Fisch machen. Mein Wahlkreis liegt nicht nur an der Ostsee, sondern der Greifswalder Bodden und die Insel Rügen ragt ja in den Greifswalder Bodden rein, ist das Laichgebiet vom Hering, das heißt der Hering ist der Brotfisch und da wird es irgendwie manches Hering geben oder Lapskaus oder Dorsch ist auch sehr begehrt bei uns, also Fisch. Fisch. Die ganz große Show, das ist nicht die Sache von Angela Merkel. Auch in Wernigerode zeigt sich die Kanzlerin bei ihrer Ansprache eher nüchtern und sachlich. Auf den politischen Gegner wird nur ein einziges Mal eingegangen. 35 Minuten dauert die Rede, die Angela Merkel ohne Zettel oder andere Hilfsmittel vorträgt. Liebe Kommunalpolitiker, allen voran der Oberbürgermeister hier von Wernigerode, danke, dass ich mich in das Buch der Stadt eintragen durfte. Und ich unterstütze natürlich auch all die, die sich jetzt zur Wahl stellen und für die CDU kandidieren, auch auf der kommunalen Ebene, aber vor allen Dingen meine Kolleginnen und Kollegen für den Deutschen Bundestag und deshalb sind wir ja auch hier. Schauen Sie, Heike Bremer hat uns immer wieder gesagt, dass ihre Heimat wunderschön ist, das wissen wir. Über den Brocken haben wir gesprochen. Heike Bremer engagiert sich im Tourismusausschuss in der Sozialpolitik und sie ist eine Kollegin, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und deshalb würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie, die Wählerinnen und Wähler hier aus Ihrem Wahlkreis, ihr die Unterstützung geben könnten. Und auch ich stehe heute hier gemeinsam. Generalsekretär und wir möchten mit Ihnen natürlich darüber sprechen, dass Sie auch die CDU bei der Wahl am 22. September unterstützen. Das haben Sie, glaube ich, auch nicht anders erwartet. Aber wenn man sich mal richtig überlegt, dann ist das wichtig, Ihre Abgeordnete zu stützen, mir vielleicht auch ein Stück zu helfen, dass ich weiter Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein kann. Aber meine Damen und Herren, eigentlich geht es am 22. September vor allen Dingen noch um etwas anderes. Es geht darum, dass Sie hier gefragt sind, die Bürgerinnen und Bürger. Sie werden gebeten, an der Wahlurne Ihre Entscheidung zu treffen und im Kern treffen Sie Ihre Entscheidung über Ihr Leben, zumindest über ein Stück Ihres Lebens. Es geht um die nächsten 4 Jahre und um die Frage, wie sich Deutschland in diesen nächsten 4 Jahren entwickelt. Und jeder von Ihnen und jede von Ihnen hat ja Wünsche, Vorstellungen, Pläne, Träume. Und Sie können, und das können Sie ja nicht jeden Tag machen, aber Sie können am 22. September mit Ihrer Stimmabgabe ein wenig darüber entscheiden, wie die Weichen für Deutschland gestellt werden. Und jeder hat ja unterschiedliche und andere Pläne. Es gibt die Jüngeren, die möchten einen guten Schulabschluss machen, eine Berufsausbildung bekommen,
eine Zukunft hier in ihrer Heimat suchen und finden. Es gibt die, die schon einen Arbeitsplatz haben oder vielleicht noch keinen Arbeitsplatz haben und die gerne sich mehr einbringen möchten. Es gibt diejenigen, die schwächer sind, vielleicht krank sind, pflegebedürftig sind, die sich fragen, wie geht das weiter? Und es gibt diejenigen, die ins Rentenalter hinüberwechseln oder schon sind und die fragen, wie geht das für mich und meine Alterssicherung weiter? Das heißt, jeder hat seine eigenen Vorstellungen für sich und seine Familie, für die Kinder und für die Enkel. Und nun dürfen Sie, und wir bitten Sie zu entscheiden, mit welcher Partei Sie glauben, dass Sie das meiste von dem, was Sie sich vorstellen, erfüllen können. Und ich darf Ihnen sagen, die Christlich-Demokratische Union, Thomas Webel hat eben gesagt, wie er zu der Partei gefunden hat, das ist eine Partei, die freut sich darüber, dass die Menschen unterschiedlich sind. Wir wollen nicht, dass alle gleich sind, wir wissen auch, dass wir das gar nicht schaffen können. Sondern wir freuen uns darüber, dass es so unterschiedliche Stärken gibt. Dass einer unter uns, der schafft das, jeden Tag auf den Brocken zu laufen. Völlig unmöglich für mich. Andere können gut rechnen. Andere haben handwerkliche Fähigkeiten. Es gibt Menschen, die können toll mit anderen Menschen umgehen, im Kindergarten arbeiten, im Pflegeheim arbeiten. Und so hat jeder seine Fähigkeiten. Und wir wollen und verstehen Politik so, dass wir versuchen, durch Leitplanken, indem wir einen Rahmen setzen, jedem zu ermöglichen, seine Vorstellungen zu verwirklichen. Und deshalb machen wir bestimmte Sachen nicht. Wenn Sie eine Partei brauchen, die Ihnen sagt, wann Sie Fleisch essen sollen, dann sind Sie bei der CDU an der falschen Adresse. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Wir haben immer freitags kein Fleisch gegessen. Das hat sich aus der christlichen Tradition so ergeben. Andere haben vielleicht andere Vorstellungen. Aber wir finden nicht, dass das die Aufgabe der Politik ist, das festzulegen. Sondern wir glauben, das können die Menschen selbst entscheiden. Aber wir wissen auch, Politik ist notwendig. Es gibt Dinge, da müssen wir eingreifen. Da müssen wir Entscheidungen treffen. Und der zentrale Punkt, um den es uns geht, ist natürlich erst einmal, dass wir wollen, dass Menschen in Wohlstand leben können. Und das hat sehr viel mit der Frage zu tun, habe ich eine Chance auf dem Arbeitsmarkt oder habe ich keine? Und wir erinnern uns ja noch an den neuen Bundesländern. Und auch heute noch ist der Weg viel, viel schwieriger. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor höher, obwohl es besser geworden ist, viel besser in den letzten Jahren. Viele junge Leute, und das bedrückt uns alle, mein Wahlkreis ist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, viele junge Leute mussten die Heimat verlassen. Und ich freue mich, dass die Landesregierung in Sachsen-Anhalt heute eine Kampagne oder schon vor einigen Jahren gestartet hat, wer wieder eine Chance hat, soll zurückkommen. Es gibt heute mehr Chancen als vor einigen Jahren. Aber Arbeit ist wichtig. Und jetzt ist ja die zentrale Frage, wie entstehen denn eigentlich Arbeitsplätze? Die Politik, die kann ja vieles machen. Wir können einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz festschreiben. Wir können Geld ausgeben, um Straßen zu bauen. Wir können den Tourismus fördern. Wir können was für Kultur tun. Wir können was für medizinische Versorgung tun. Aber Arbeitsplätze schaffen, das können wir nicht. Okay, Ihr Bürgermeister kann ein paar Leute einstellen in einem Rathaus und wir im öffentlichen Dienst. Aber dazu brauchen wir erstmal Steuergelder, da nehmen wir keine Steuergelder ein. Und deshalb ist die zentrale Frage, wie entstehen denn Arbeitsplätze? Und Arbeitsplätze entstehen durch Menschen, die etwas unternehmen wollen. Das sind Unternehmer. Und wenn wir keine Unternehmer haben, dann steht es auch schlecht um die Arbeitsplätze. Und Unternehmer, das sind Menschen, die haben vielleicht
wenn ich das den Menschen anbiete, dann kommen die zu mir, dann kaufen die mir das ab. Aber das ist immer ein Risiko, ob das, was ich mache, anderen auch gefällt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir uns freuen, wenn wir viele haben, die etwas unternehmen wollen, die Unternehmer sind. Denn wenn wir die nicht haben, steht es um die Arbeitsplätze schlicht. Und deshalb muss Politik aufpassen, dass sie denen keine Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Denn ich kann ja nicht sagen, Sie werden machen bitte mal ein Architekturbüro auf und Sie eine Tischlerei und Sie gründen bitte eine Bäckerei. Da gucken Sie mich an und sagen, die Frau hat sie nicht alle. Wie komme ich dazu? Ich habe keine Lust, keine Fähigkeiten, kein Talent, ich denke ja gar nicht dran. Und ich kann Sie dazu nicht verpflichten. Und aus diesem Grunde heraus, glaube ich, ist es falsch, in einer Zeit, in der jetzt gerade die Arbeitsplätze zahlreicher sind, in der wir einigermaßen unsere Wirtschaft in der Balance haben, Leuten, die Unternehmer sind, Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen, Steuern zu erhöhen, ins Vermögen einzugreifen. Wir sollten nicht die, die erfolgreich sind, gleich wieder mit einer Neiddiskussion belasten, sondern wir sollten sagen, werdet noch erfolgreicher, damit es gut für uns alle ist. Der schönste und beste Unternehmer hilft nichts, wenn er keine guten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Wir haben gut ausgebildete Facharbeiter, wir haben tolle Arbeitnehmer, einsatzbereite Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die sind genauso wichtig wie die Unternehmer. Beide bilden das starke Rückgrat unseres Landes. Und deshalb ist faire Bezahlung, gute Arbeit auch ein Markenzeichen sozialer Marktwirtschaft. Wer legt fest, wer wie viel verdienen soll? Ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es eine Lohnuntergrenze, einen Mindestlohn geben sollte. Der Unterschied zwischen den Parteien liegt nur darin, dass wir, die CDU, sagen, das sollen Gewerkschaften und Arbeitgeber, die Unternehmer festlegen, die verstehen davon was, während die SPD und die Grünen sagen, das legt die Politik fest. Ich habe da Bauchschmerzen, weil wir da wenig verstehen und jetzt 8,50 Euro, okay, aber wenn es da mal erhöht werden muss, wer gibt den Ton an, wer sagt, wann das richtig ist, wie das zusammenhängt. Und aus diesem Grunde wollen wir Folgendes: Dort, wo es keine Tarifverträge gibt, wo es keinen festgelegten Mindestlohn gibt, da sagen wir, weiße Flecken sind nicht mehr erlaubt. Es muss überall einen tariflichen Mindestlohn geben und verpflichten die Arbeitgeber und die Gewerkschaften gemeinsam, einen solchen Lohn festzulegen. Das haben Sie. Das haben Sie auch in vielen Bereichen getan und wir haben das dann, man sagt in der Politik, für allgemeinverbindlich erklärt. Das heißt, das gilt dann für alle in der Branche. Und deshalb gibt es heute in der Leiharbeit einen Mindestlohn, in der Pflege, in der Weiterbildung, in allen Baubereichen und in vielen anderen Gewerken mehr. Und diesen Pfad wollen wir fortsetzen. Und Sie müssen jetzt in den verbleibenden 31 Tagen, glaube ich, einfach nochmal überlegen, was will ich für mein Leben? Wie ist das gewesen in den letzten 4 und 8 Jahren, in denen ich jetzt schon Bundeskanzlerin war? Was hat die Frau geleistet? Und was ist besser geworden? Wo haben wir noch Probleme? Ich habe Ihnen gesagt, wo wir weitermachen wollen. Und da müssen Sie mal überlegen, was Sie sich für Ihr Leben vorstellen. Und was da wichtig ist und wem Sie dann das Vertrauen geben. Ich sage Ihnen, wenn Sie noch Fragen haben, ich habe ja nicht alle hier beantworten können, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Abgeordnete. Und das Team, Wahlkampf ist ja dafür da, dass wir die Fragen beantworten. Ich finde, Wahlkampf ist nicht dafür da, dass man schlecht über die anderen redet, sondern erstmal erzählt, was man selber will. Das ist der eigene Zweck, darum zu wissen, was wir wollen. Und dann schauen Sie, was wir in unserem Plan haben. Ich verspreche Ihnen nicht, dass wir in 4 Jahren alle Probleme gelöst haben. Das ist völlig unmöglich. Die Welt schläft nicht, es gibt viele Unsicherheiten. Als ich vor 4 Jahren Wahlkampf gemacht habe, habe ich keine Ahnung gehabt, durch welche Eurokrise wir gehen. Und insofern können wir die Zukunft nicht voraussagen. Aber ein paar Dinge, da haben wir gezeigt, dass wir es können.
Von der Haushaltskonsolidierung bis zu mehr Beschäftigung, bis zu mehr Ausbildung, mehr Geld für Forschung. Und daraus können Sie ersehen, dass wir das mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch fortsetzen wollen. Und wenn Sie dann zu der Überzeugung kommen, nach Diskussionen in Ihrer Familie, mit Ihren Freunden, mit Ihren Arbeitskollegen, mit Ihren Nachbarn, jawohl, das könnten wir vielleicht unterstützen, dann freuen wir uns, denn wir brauchen Ihre Unterstützung. Wir schaffen sowieso als Politiker nicht alles alleine. Völlig unmöglich. Wir wären durch die Wirtschaftskrise nicht gekommen und die Finanzkrise, wenn nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmer mitgemacht hätten. Wir könnten überhaupt gar keine menschliche Gesellschaft sein, wenn wir nicht so viel Ehrenamt hätten und so viel Engagement. Ich sagte ja, wir können immer nur den Rahmen setzen. Und wir können Menschen einladen, sich für andere Menschen mit einzubringen, für ihre Familie, zu Hause Vertrauen aufzubauen, gegeneinander Respekt zu haben. Das alles ist das, was unsere Gesellschaft stark macht. Deshalb bitte ich Sie natürlich, wenn Sie zu der Überzeugung kommen, unterstützen Sie Heike Bremer. Sie brauchen eine starke Stimme im Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten kommen von überall her, jeder hat einen anderen Wunsch. Aber Ihre Abgeordnete wird sich schon durchsetzen, die weiß, wie man das macht. Das kann ich sagen. Und ich sage Ihnen ganz freimütig, ich würde gerne weiter 4 Jahre Ihre Bundeskanzlerin sein. Und dafür können Sie mit der zweiten Stimme. Und dann können wir alles daran setzen, gemeinsam erfolgreich für Deutschland zu sein. Aber das kann nicht einer alleine, das geht nur gemeinsam. Und deshalb herzlichen Dank, dass Sie heute alle da waren. Denken Sie noch in Ruhe nach. Und ich darf Ihnen versprechen, ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, damit wir weiter erfolgreich sind. Und dass wir sagen können, 2017 geht es noch mehr Menschen etwas besser als 2013. Das ist mein Ziel. Dafür möchte ich arbeiten. Herzlichen Dank. Die Kanzlerin wird also wiederkommen. Vorher muss noch eine kleine Wahl gewonnen werden und ein paar Probleme stehen in Europa ja auch noch an. Die ca. 2000 Zuschauer waren jedenfalls von der Bundeskanzlerin angetan, auch weil sie auf jede Theatralik verzichtete und nüchtern ihre politischen Standpunkte vertrat. Also ich fand sie wunderbar. Ich muss sagen, mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie sie spricht, wie sie die Menschen anspricht, die Rhetorik, die ist mir unter die Haut gegangen. Ich bin froh, dass ich heute hier war. Ich finde sie toll. Also für mich macht das Sinn, hat das Sinn gemacht. So, konnte denn die Bundeskanzlerin gut sehen? Ja, wir haben jetzt sogar die Hand geschüttelt. Sogar euch die Hand geschüttelt? Ja. Und jetzt durfte sie nicht mehr waschen? Ja, nee, nie wieder. Wie war denn Merkel so? Also, uns hat es gefallen, oder? Ja. Klare Worte hat sie gesprochen. Ja. Was hat euch denn am meisten daran interessiert? Wie sie so zur Griechenland steht und dass sie das auch greift eben eigentlich alles. Mir hat auch gefallen, dass sie auf unsere Region eingegangen ist. So über den Harz und den Brocken. Die Bundeskanzlerin ist gerade eben runter von der Bühne. Sie hatten die Gelegenheit, ihr ja ganz nahe zu kommen. Wie war sie denn? Also erfrischend natürlich. Also auch ich hatte ja nicht oder hatte noch nicht so oft die Gelegenheit, sie so nah zu erleben. Ich erlebe sie nur hin und wieder in Berlin bei Kreisvorsitzendenkonferenzen. Das ist aber etwas mit Distanz. Aber so hautnah mit Händedruck und dergleichen war auch für mich heute eine Premiere. Wohltuend, natürlich, menschlich und auch schon beim Gang hierher zur Bühne sofort der Kontakt zu den Menschen, zu den Geschäften. Wie läuft es bei euch? Wie geht es bei Ihnen? Also wirklich klasse und das zeigt auch die Verbundenheit auch zu den, wenn man so sagen möchte, einfachen Menschen. Welche zentralen Punkte haben Sie denn heute in der Rede besonders begeistert? Also begeistert hat mich Ihre Kenntnis der Probleme vor Ort. Sie sagt, wir haben noch Probleme in der Wirtschaft, wir haben Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Diese Probleme sind nicht mehr so groß wie vor 4 Jahren. Es gibt 2 Millionen Arbeitslose weniger, aber es gibt sie eben noch, die Arbeitslosen. Und die Verbliebenen, auch um die muss sich gekümmert werden. Und ich glaube, wer die Ansage heute von ihr gehört hat, der weiß, in den nächsten 4 Jahren werden wir uns auch ganz intensiv auch um diese noch Problemfälle auf dem Arbeitsmarkt ganz intensiv kümmern. Bereits nächste Woche geht es ja los, da wählt der Harz gleich zweimal, einmal einen neuen Landrat oder vielleicht bleibt es, ja, auf jeden Fall einen neuen Landrat, der jetzt ist ja nur amtierend. Und auch Daniel Zarate tritt in Halberstadt als Oberbürgermeisterkandidat an. Wie nimmt denn ein Quedlinburger den Wahlkampf in Halberstadt wahr?
Also ich muss Daniel Zarrat an dieser Stelle ein großes Kompliment machen. Das ist ein junger Mann, um die 30 und macht, wie ich finde, einen sehr engagierten, auch einen sehr motivierten Wahlkampf. Das zeigt, dass er mit dieser Stadt etwas vorhat. Und natürlich drücke ich ihm die Daumen, A, weil es natürlich ein Parteifreund ist, aber ich glaube auch, weil, wenn man mit ihm spricht, er viele Ideen mitbringt, er durchaus auch schon Strategien für diese Stadt hat. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir auch mit diesem Kandidaten dort ins Rennen gehen. Ich wünsche ihm in allererster Linie, das wünsche ich auch der Stadt Halberstadt, eine hohe Wahlbeteiligung. Ich hoffe, die Bürger interessieren sich für das Amt des Oberbürgermeisters in ihrer Stadt, der dann die nächsten 7 Jahre dort die Weichen stellt. Und ich habe als erstes natürlich die Hoffnung, dass Daniel Zarrata diese Wahl gewinnt. Vielleicht über den Umweg einer Stichwahl, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir dort durchaus auch erfolgreich hervorgehen können. Kommen wir nochmal zu den Landratswahlen. Wie ist denn die CDU eigentlich auf Herrn Skiber gekommen? Ja, also wir haben uns natürlich überlegt, wer kann die erfolgreiche Politik des Landrates Dr. Michael Ermrich fortsetzen. Wir wissen, wir haben eine Kreisgebietsfusion hinter uns gebracht mit den Altkreisen Halberstadt, Quedlinburg, Wernigerode. Die war nicht einfach. Es hat hier und dort geknirscht, manchmal auch mächtig geknirscht. Ich denke, wir haben es als Union im Harzkreis verstanden, dieses Knirschen hinter verschlossenen Türen auszudiskutieren. Und deswegen hat, denke ich, auch der Harzkreis solch eine erfolgreiche Entwicklung genommen. Ich glaube, Martin Skiebe ist von allen Kandidaten der Erste, der in der Lage ist, diese Entwicklung fortzusetzen. Er kennt die Verwaltung, er kennt die handelnden Personen, aber er kennt auch die Problemlagen und er kennt auch die Geschichte der Probleme, wie sie entstanden sind und welche Lösungsansätze dort schon verabredet wurden. Und wer eine nahtlose Weiterentwicklung des Harzkreises möchte, der kommt an Martin Skiebe nicht vorbei. Weit über 50 Auftritte stehen für die Bundeskanzlerin bis zum 22. September noch an. Dann wird sich entscheiden, ob Deutschlands Weg so weiterführt wie bisher oder ob ein anderer Kanzler es wirklich besser kann.